Herzlich willkommen bei der Filmecke, die Sendung für junge Filmmacher und Filmmacherinnen. Unsere Gäste sind heute Valentin und Herbert. Als erstes schauen wir uns den Film Nexus, The Fifth of Us an. Anschließend haben wir einige Fragen vorbereitet. Viel Spaß beim Film! Willkommen zurück. Florin und ich haben jetzt ein paar Fragen für unsere Gäste vorbereitet. Und zwar zur ersten Frage, wie seid ihr eigentlich zu der Filmidee gekommen? Das ist eine schwierige Frage. Wir haben ja eigentlich, glaube ich, wie viele Konzepte haben wir gemacht gehabt? Vier oder fünf verschiedene Konzepte gehabt für unser ein Projekt, was wir machen wollten. Sind aber dann immer wieder darauf gekommen, dass es einfach zu schwierig ist, in 3 Tagen, was unsere Frist war, so einen Film auf die Beine zu stellen, beziehungsweise den abzudrehen in der Zeit. Und haben dann irgendwie einen Kompromiss daraus geschlossen, aus den verschiedenen Ideen und was Neues zusammengewürfelt quasi dadurch. Einen ähnlichen Stil haben wir eigentlich bei den ganzen Konzepten sowieso gehabt. Das ist leicht Fantasy angehauchte Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe mich zum Beispiel inspirieren lassen natürlich von den ganzen Serien, was ich früher geschaut habe, zum Beispiel Supernatural und solche Sachen auf die Art. Ist halt irgendwie im Unterbewusstsein doch mit eingeflossen, aber einfach was Neues daraus erarbeitet. Weil mir war zum Beispiel eigentlich sehr wichtig, dass es nicht eine kurze Geschichte ist, die wir da jetzt erzählen, sondern dass wir eigentlich eine Diegese, eine eigene Filmwelt für diesen Aspekt, eigentlich für das Ganze aufbauen, in dem man eigentlich noch viel mehr machen könnte. Und wie seid ihr auf den Titel gekommen? Das war einfaches Latein, weil Nexus, die Verknüpfung, ist unsere Verbindung und hat für uns einfach die Verbindung dargestellt zwischen den 4 bzw. 5 Reitern von uns. Aha. Ihr habt ja auch im Film Pferde gehabt. Wie seid ihr eigentlich zu den Pferden gekommen? Das ist der Vorteil, wenn man halt ein bisschen weiter draußen filmt, außerhalb von Wien oder so. Mhm. Und ich habe dann einfach geschaut, also wir haben in Niederösterreich gedreht, in Gmünd. Und dann haben wir einfach geschaut, ja okay, wo gibt es Reiterhöfe in der Nähe? Die haben wir dann durchgerufen und einer hat gesagt, ja passt, kommt vorbei, schaut euch an, was wir haben. Und die hatten den Wald, die hatten genug Pferde in den richtigen Farben und ich habe gesagt, passt, gekauft. Dann nehmen wir es. Das ist eine lustige Geschichte mit Pferden immer. Die sind halt nicht so, dass sie wie Schauspieler auf die Anweisungen hören, was man gerade gibt. Ja, und es waren halt auch keine filmtrainierten Pferde, aber dafür haben wir, glaube ich, ziemlich gut das Material da bekommen. Ja, hat den Ganzen. Passt. Ja. Wie hoch waren die Kosten der Produktion? Insgesamt waren es knapp unter 5.000, oder? Oder produktionsmäßig, ja, wenn du jetzt noch die Ausgaben vom Set dazu rechnest, glaube ich, kommen wir knapp auf 6.500. 6.500? Ja. Ah, doch mehr. Ja. Haben wir Glück gehabt, dass wir das Equipment von unserer Uni, von der SAE beziehen können, weil ansonsten wäre das nochmals doppelt mindestens gewesen. Ja. Und also hattet ihr auch die Requisiten von dort? Nein. Das war gerade das Teure. Das hat die meisten Kosten eigentlich ausgemacht, dass wir viel davon gekauft haben, teilweise auch aus privaten Sammlungen halt gekommen sind, gerade von uns beiden auch. Mhm. Und ja. Wo kam die Musik eigentlich her? Habt ihr da bestimmte Leute gehabt, die da die Musik euch gemacht haben? Oder? Ja, also wir hatten 2 Leute. Ich bin halt auch so ein bisschen beim Ton auch schon dabei gewesen beim Film und bin selber ein ziemlicher Soundtrack-Fanatiker, deshalb. Okay. War mir das auch persönlich sehr wichtig, vor allem da das gerade in Europa, sage ich jetzt mal, oder vor allem auch in Deutschland und Österreich oft bei Serien und so nicht so wirklich gemacht wird, auf Sounddesign zu achten. Mhm. Dann wollte ich einfach mal da ein bisschen durchbrechen. Und dann hatten wir 2 Leute von unserer Audioabteilung. Einen davon habe ich schon persönlich auch gekannt. Mit denen haben wir uns zusammengesetzt. Der eine hat halt wirklich Soundtrack geschrieben. Da habe ich mir gesagt, schau, ich habe da so ein paar Beispiele. Dann haben wir halt so Temp-Tracks hergenommen, geschaut, was können wir daraus machen. Können wir was Ähnliches schreiben und so weiter. Und mit dem anderen haben wir dann halt wirklich das Sounddesign gemacht, also abgeglichen auf die minus 9 dB, die ganzen Soundeffekte reingemacht. Mhm. Wir haben sogar einen ganzen Tag im Studio verbracht, wo wir dann effektiv Sachen mit hatten. Da war der ganze Boden vollgelegt mit Utensilien, wo wir dann einfach die Geräusche von irgendwelchen Messern, von dem Mantel, von allem möglichen. Und vom Fleisch nicht vergessen. Und vom Fleisch natürlich. Wir hatten so ein riesiges Stück Fleisch, das wir dann einfach zerschnitten haben, damit halt die Geräusche gescheit rauskommen. Die dann wieder ein bisschen verzerrt halt reingemischt. Also da haben wir wirklich viel Spaß gehabt, uns viel reingehaut, aber die Arbeit war notwendig, dass das Projekt dann so gewirkt hat, glaube ich. Auch. Ja, vor allem, es war halt hauptsächlich notwendig, dadurch, dass die Musik in dem Film auch extrem viel zur Atmosphäre beiträgt, was sie eigentlich unser Hauptinteresse war in der Hinsicht, weil man ohne die Musik wäre das nie dementsprechend geworden. Okay, ja, wir sind auch schon zum Ende gekommen. Ich möchte mich bedanken, dass ihr da gewesen seid und hoffentlich hört man was in Zukunft von euch wieder mal. Viel Erfolg weiterhin. Danke. So, und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.